Bilder mailen mit Windows Explorer. Ich habe hier Bilder erhalten. Jedes einzelne Bild ist 20 MB groß. Ich zeige das kurz hier bei dieser Ansicht. 19 MB, 22 MB. Jeder Mail-Server stoppt bei ca. 10 MB. Ich kann nicht einmal ein einzelnes Bild senden, aber es gibt einen Trick. Wie geht der? Ich bleibe hier im Windows Explorer. Ich wähle jene Bilder aus, die ich gerne mailen möchte. Ich klicke hier auf dieses Bild, ich drücke die Ctrl-Taste, lasse sie gedrückt, klicke noch auf dieses und dieses und dieses Bild. Achtung! Wenn man im Windows Explorer die Ctrl-Taste gedrückt hält und an einem Bild ein bisschen zupft, dann gibt es eine Kopie. Also auf keinen Fall an den Bildern zupfen, sondern nur draufklicken. So, jetzt habe ich hier einige ausgewählt. Ich lasse die Ctrl-Taste wieder los, mache stellvertretend für alle auf ein markiertes Bild einen Rechtsklick, sage hier Senden an, gehe auf E-Mail-Empfänger und jetzt passiert das Wunderbare, es kommt ein Zwischenschritt. Und hier kann ich die Bilder verkleinern, denn ich habe keine weiteren Bordmittel, ich habe keinen Photoshop und ich komme auch nicht raus. Und jetzt kann ich hier die Bildgröße einrichten, also nicht etwa die ursprüngliche Größe, sondern ich nehme das kleinste, 640x480 Pixel, das ist doch perfekt. Anfügen. Ich lasse mich überraschen, was jetzt passiert, wo werden die angefügt. Jetzt dauert das einen Moment. Und Windows Explorer arbeitet für mich. Es dauert noch ein bisschen. Plötzlich winkt hier unten bei mir das Outlook. Ich gehe hier mal drauf und ich sehe, wow, wunderbar. Jetzt ist aus einem 20 MB Bild ein 42 KB Bild geworden. Jetzt kann ich ja all diese Bilder, ich muss sie ja nicht einmal mailen, ich kann die wiederum alle markieren. Mache einen Rechtsklick und sage, ich möchte doch diese verkleinerten Bilder speichern unter. Wähle einen neuen Ordner. Hier Dokumente, Pirmin Lehnherr. Mache einen neuen Ordner. Kleine Bilder. Öffne diesen Ordner. Okay. Was ist nun passiert? Ich gehe mal nachschauen. Ich gehe hier zu meinen Dokumenten. Tja, da sind sie wieder. Ich schaue mal nach, wie groß die sind und sehe nun, super, das ist nun praktisch für eine Webseite. Also die sind noch 20, 30 Kilobyte groß und wenn ich einen Doppelklick darauf mache, sind die gar nicht einmal so schlecht. Das war's.